Jo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play FIFA 15 Bier Goalkeeper im Karrieremodus. Mit mir, dem Partizan LP, dem Münchner Löwen, geht es weiter gegen den KSC. Die sind, glaube ich, auch ein naher Verfolger zum Aufstieg, wie ihr ja leider nach dem letzten Spiel gegen den SV Darmstadt zurückgefallen auf nur den zweiten Tabellenplatz. Nach hinten ist viel. Ist wenig Luft, meine ich, aber auch nach oben können wir schnell wieder hinkommen. Da fehlt uns auch nur ich glaube, ein Punkt, ja. Fehlt uns da nur. Spielt auch Orlishausen, den ich sehr sympathisch finde beim KSC. Toller Tormann. Und es gibt auch einen Kempe, nicht nur bei den Darmstädtern, sondern auch beim KSC. Außer Kempe von Darmstadt, die sind diesen 7 Tagen plötzlich zu Karlsruhe gewechselt, kann ja auch sein. Wir spielen mal mit Klaassen von Alf Anfang an und auch Vollmann ist mal von Anfang an dabei. Ist auch nicht der Normalfall. Die Lags sind natürlich noch vorhanden. Diese Aufnahme wurde noch am gleichen Abend aufgenommen. Ich bin immer noch teilweise auf der Suche nach einer Lösung, zweifle aber daran, dass ich da eine finden werde, bevor da noch ein Patch kommt. Es tut mir fürchterlich leid, aber ich kann da leider nichts machen. Ich erwähne es jeden Part wieder, weil es mich einfach so extrem ärgert. Das ist ja das Schlimme. Und dann will er uns aus der Drehung überraschen, aber wir haben den Ball sicher in den Händen. Das Wichtige bei Bier Goalkeeper ist eben auch, nie immer auf der Taste bleiben, immer erst reagieren, wenn der Ball tatsächlich kommt. Alles andere ist sinnlos, da reagiert er dann zu spät. Natürlich kann man sich am Anfang die Hilfen aktivieren. Es macht es einfach alles besser, aber ich empfehle euch allen, spielt zumindest von Profi weg und macht den Gegner stärker. Das trainiert euch. Und fangt ja nicht von Anfang an online damit an, weil sonst kicken die euch immer. Und das ist dann auch deprimiert, wenn man irgendwelche blöden Gegentore bekommt. Und erster Schussversuch, ich glaube schon einer mehr als gegen Darmstadt hier in Karlsruhe. Geht aber dann deutlich darüber. Orlishausen kann nur nachschauen, muss nicht angreifen, darf aber den Abstoß ausführen, der in die Mitte geht. Eine Umfrage, zu welchem Club ich gehe, werde ich nicht machen. Hat den Grund, ich müsste ja die Anfrage von diesem Club erst überhaupt bekommen. Also wir schauen einfach, ich finde die interessanteste Liga ist immer die englische, ehrlich gesagt. Vielleicht auch die erste deutsche Bundesliga, falls wir den Aufstieg nicht schaffen sollten. Damit rechnen wir jetzt aber natürlich nicht. Wir denken ja optimistisch in die Zukunft. Nur positives Denken bringt uns weiter. Peace, Love and Football. Yamada. Mitte ist frei, aber wird nicht reingespielt. Oh, den Origin Code habe ich immer, Ton habe ich immer noch nicht abgedreht. Und Rückpass beim Fünfer ist das nicht ungefährlich, sage ich mal. Rodri fast zu weit vorgelegt. Lässt sich auch weit nach hinten fallen. Ah, da liegt einer. Und Klaassen verliert den Ball an der 16er Grenze. Krebs. Yamada spielen ihn wahrscheinlich wieder zurück. Ja, zu Krebs.
der hohe Ball und Vajori zeigt sich robust, zeigt Dominanz und weg ist der Ball nach vorne. So, ein paar bessere, schnellere Pässe wollen wir sehen. Pässe nach vorne wären wichtig. Boah, Adlung hat das... Nee, Härtner ist das. Das vorher schön gemacht. Ah, wir kommen nicht durch die Mitte. Stahl! Oh, an die Latte! Der zieht sich noch runter. Oh, Alishausen schaut nur nach. Danke, Controller. Ich weiß, dass das ein toller Schuss war. So, Vollmann. Ah, verliert den Ball. Weil die erfolgreiche Grätsche ausgeführt wird. Komm, spiel ihn zurück. Können wir Vollmann anspielen? Nein, weil der Verteidiger besser steht. Ja, Yamada gewinnt den Ball fast. Stahl. Schön. Flanke, aber Orlishausen. Vorher abgefälscht vom Kopf des Gegners. Aber in die warmen Hände des Tormanns. Jabo. Ja, sie müssen auch immer wieder zurückspielen. Und es gibt aber diesmal den Eckball für den Karlsruher Sportclub. Ja, versuchte mich an der Linie zu überraschen, aber da laufe ich nochmal zurück. Da sieht man den Ball schon lange, dass er in diese Richtung geht. Aber tut unserer Bewertung natürlich gut. 7,1, da kann man zufrieden sein. Und die nächste Flanke, aber Kagelmacher nimmt ihn da in den Mangel. Oh, was macht denn Rodri? Völlig unter Druck rausgelaufen. Torres auf Kempe. Und weg ist er. Diesmal setze ich mal Rodri durch nach dem Abstoß. Boah, schön, Adlung. Ah, warum spielt er ihn zurück? Da wollte er den Laufpass machen, aber da läuft keiner mit, beziehungsweise es denkt keiner mit. Bisschen Verunsicherung zu spüren nach dem Heimspiel, das wir verloren haben gegen SV Darmstadt 98. Klaasen, keine Chance bei dem Kopfballduell. Ist natürlich nicht der Größte. Macht Rodri, Rodri macht das Tor. Die Fahne bleibt unten. 1860 München 1, der KSC 0. Danke, bitte. Orlishausen will raus, will den Ball, aber Rodri mit dem Tor. Da freuen sich die Spieler auf der Bank, da freue ich mich, da freuen sich sicher alle Zuseher auf YouTube. Es kommt jetzt Tomasov für Vollmann, der wenig gezeigt hat auf der rechten Flanke.
Hoffentlich bringt Tomasov mehr rein. Ja, bisschen Missverständnis, aber er kommt trotzdem an, der Ball. Kagelmacher, spiel ihn nach vorne. Oh, meine Fresse. Dachte schon, das Eigentor steht an. Wollte mich gerade reinwerfen, wie man gesehen hat. Schön abgedeckt. Und Vajori kickt ihn nach vorne. Zu weit. Atempause für beide Mannschaften. Atemlos durch die Nacht. Din, 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 din. Es ist so ein Ohrwurm, es ist so ein mieses, fieses Lied. Aber man hat es, sobald man es einmal hört, einfach immer im Ohr. Ich konnte mich, glaube ich, ja auch 4 Monate von diesem Lied entsagen, sozusagen. Ich wusste erst irgendwie 4 Monate später, dass es das Lied überhaupt gibt. Dann habe ich es, glaube ich, 1 Monat geschafft, dass ich es mir nicht anhöre. Und dann irgendwann kam es mir zu Ohren und dann hat man dann halt den Ohrwurm. Und was sind eure Lieblingsfilme? Meine Lieblingsfilme sind auf jeden Fall Herr der Ringe, gleichzeitig die Bücher auch. Also Herr der Ringe, Hobbit, Silmarillion, die Söhne Hurins, auch den historischen Atlas und Mittelerde, Tom Bombadils Geschichten habe ich alle eingesaugt. Muss auch sagen, dass ich ansonsten von den Filmen her auch Star Wars ganz gern mag. Die Indiana Jones Reihe, was mich auch immer wieder fasziniert, ist Adams Äpfel, ein toller Film. Richtig toll, ist glaube ich eine schwedische Produktion oder eine dänische dürfte es sein. Jetzt konzentrieren wir uns da nochmal kurz drauf. Auch Zurück in die Zukunft, das sind alles so Klassiker, die ich richtig gern habe, aber auch Alfred Hitchcock schaue ich mir immer wieder gerne an. Diese Uralt-Krimis sozusagen. Und was schaut ihr so? Serienmäßig mag ich eigentlich am meisten The Big Bang Theory momentan. Wobei ich sage, die neue Staffel ist auch nicht mehr so lustig. Also denen sind jetzt auch schon relativ schnell die Ideen ausgegangen. Mein eigentlich Dauerbrenner ist Malcolm mittendrin. Ich finde, da ist jede Folge lustig, ob jetzt alt, neu. Die haben das Feuer ständig am Brennen gehabt. Das ist nie irgendwie ausgegangen. Es war immer konstant gute Ideen dabei. Bei Two and a Half Men hat man auch gemerkt, dass ihnen die Ideen ausgehen. Die Witze waren dann schon richtig geschmacklos am Ende. Und mit Ashton Kutcher ist es sowieso dann völlig versaut gewesen. Ich meine, es war schon mit Charlie Sheen dann teilweise richtig schlecht. Aber dann der Kutscher, der hat alles versaut, beziehungsweise die Produktionsfirma hat dann alles versaut. Diese Serien Under the Dome und wie heißt das andere, Breaking Bad, das schaue ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich bin da nicht so der Seher, der diese ernsten Serien mag. Ich mag eher diese Humorserien, wo man was zu lachen hat. Aber grauenvoll finde ich eigentlich alle RTL-Serien. Wobei mit meiner Freundin werde ich immer gezwungen, dass ich mir Supertalente und Deutschland sucht den Superstar anschaue. Zumindest die Castings schaue ich mir immer an mit ihr. Die sind auch lustig, also was da für Leute auftreten teilweise ist ja ein Wahnsinn. Weg da, einfach nach vorne, Steini. Und ja, kein Gegentor mehr kassieren. Ich fordere jetzt, dass sie Druck machen. Aber dann ist so viel frei. Das tut schon weh. Einwurf? Ja, Einwurf. Nein, zum Tor. Lauf zum Tor. Abgefälscht. Yannick Stark hat den Ball kurz gehabt.
verliert ihn sofort wieder. 4 Minuten Nachspielzeit angezeigt vom vierten. Boah, war Jori noch vor mir dran, aber den Ball hätte ich gehabt. Hätte er durchlassen können. Geht aber kein Risiko ein. Hein, kann er den Ball vorne halten? Nein, kann er nicht. Verliert ihn auch sofort wieder im Mittelfeld. Boah, da kommt der Ball flach. Die Sicht ist verdeckt. Orlishausen kann es auch nicht glauben. Der kommt jetzt mit nach vorne. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass nicht Orlishausen uns da eine Kugel reindrückt. Aufs lange Eck gezielt der Ball. Und das Spiel ist aus. Wir gewinnen jetzt nach dieser dramatischen Schlussminute 1-0 in Karlsruhe. Das war wichtig. Fangsicherheit plus 1 nochmal bekommen. Bekommen einen schwarzen Torwart-Helm. Ich würde aber irgendwie lieber Handschuhe bekommen, aber flacher Abstoß haben wir dazu bekommen. Ich glaube, neue Handschuhe haben wir so noch nicht bekommen. Oh, St. Pauli gegen Fürth 1-1. Das könnte uns entgegenkommen. Schauen wir uns das mal an. Wir haben ein Spiel mehr. Aber wir bleiben zumindest auf dem zweiten Platz. Ja, es ist gut, dass mal Fürth verloren hat. 1-1 gespielt hat. Die wären sonst schon bei 31 Punkten und uns schon, ja, 6 Punkte dran. Ist immer gut, wenn solche Mannschaften verlieren. St. Pauli dann doch eher abgeschlagen. So, das nächste Spiel gegen Braunschweig. Jetzt schauen wir aber nochmal kurz, wie es denn hier aussieht. Und tatsächlich, ich glaube, Lautern hat verloren. Nee, Düsseldorf. Egal, Ingolstadt oder Düsseldorf hat verloren. Wir haben auch nur 2 Niederlagen. Am wenigsten in der Tabelle. Haben einen Punkt Vorsprung auf den zweiten, 2 auf den dritten und ganze 4 Punkte auf Lautern. Das ist sehr, sehr gut. Das nächste Spiel gegen Braunschweig, die sind aber auch weiter weg. Oh, die sind ganz unten am 15. Platz. Da sollten doch 3 Punkte rausschauen. Aber wir werden sehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Spiel wieder. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen. Euer Pazian LP. Tschüss, Leute.